Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das ganz im Zeichen des Quiz- bzw. Schätzspiels steht. Dafür möchte ich euch ein Spiel des Schätzmal Verlags vorstellen und wie der Name schon sagt, es geht hier ums Schätzen. Aber gleichzeitig lernt man auch noch viel dabei. Und das Gute an dem Spiel ist eigentlich, oder an dem Schätzen, Schätzspielen im Allgemeinen, wer kennt es nicht? Also ich kenne es, man liebt vielleicht Quizspiele, hat aber dann plötzlich jemanden in seiner Spielerunde, der oder die irgendwie gefühlt alles weiß. Und das kann ja durchaus sehr frustrierend sein. Und da schafft ein Chatspiel auf jeden Fall Abhilfe, weil es ja einfach darum geht, man muss sich annähern. Die Fragen sind teilweise, also jetzt nicht abstrus, aber einfach außergewöhnlicher und abstrakter und sie zielen zumindest größtenteils auf Sachen ab, die einem jetzt im Alltag nicht ständig begegnen. Also wo es wirklich darum geht, sich mal kurz zu besinnen und zu überlegen, ja, was kann das jetzt sein? Und man schätzt im Endeffekt. Das heißt, ich habe jetzt bisher überhaupt nicht die Erfahrung gemacht in dem Spiel, dass eine Person immer gewonnen hat. Im Gegenteil, die Fragen sind so unterschiedlich, so individuell, dass wirklich jede Person, die mitspielt, irgendwie ihre Chance hat, mal zu gewinnen. Und so ist es punktetechnisch bei uns auch eigentlich immer ausgegangen. Ja, der Schätzmal Verlag hat dieses Spiel hier in inzwischen 15 unterschiedlichen Editionen. Ich zeige euch das Spiel gleich noch und ich zeige euch auch noch kurz den Shop. Also es gibt 15 verschiedene Themen, angefangen hier zum Beispiel mit der Classic Edition, die einfach sämtliche Themengebiete abdeckt. Und ja, dann gibt es noch 14 andere, wo letzten Endes, würde ich sagen, für jeden Geschmack was dabei ist. Aber wir gucken uns das gleich noch an. Es gibt auch was zu gewinnen, bleibt dran. Und ja, das Besondere an den Spielen ist zum einen, wie gesagt, dass es keine, also es gibt natürlich am Ende einen Gewinner, aber man hat nicht das Gefühl, dass es so frustrierend ist wie bei den Quizspielen. Und zum anderen ist das Besondere, dass wir keine Lösung in dem Quizblock selber haben. Denn wir steuern das Ganze über unser Mobiltelefon, ist theoretisch auch über Tablet oder PC möglich. Und dabei ist es so, wir benutzen einfach die Spracheingabe des Handys. Ich muss sagen, ich habe am Anfang am iPhone Siri benutzt, habe aber nicht genau gelesen, denn in dem Blog selber steht auch drin, dass empfohlen wird, die Spracheingabe der Suchmaschine, in meinem Fall war das dann am Ende Google, zu verwenden, was wirklich 100% funktioniert hat. Bei Siri hatte ich es, glaube ich, zweimal, dass Siri keine Ergebnisse hatte. Danach habe ich aber in dem Blog nochmal nachgelesen, habe gesehen, okay, es wird sowieso die Suchmaschinensprachingabe empfohlen. Und damit hatte ich dann auch wirklich überhaupt keine Probleme und habe alle Antworten gefunden. Man nimmt dann in der Regel die Antwort, also die oberste Antwort, die in der Suchmaschine erscheint als Ergebnis. Und ja, also es hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert. So, jetzt zeige ich euch einfach mal kurz, wie diese Blöcke so aufgebaut sind. Also ich habe insgesamt drei verschiedene Editionen, die Classic Edition, die Essen und Trinken Edition und die True Crime Edition. Die konnte ich mir aussuchen, habe natürlich überlegt, was sind meine Interessen. Das macht natürlich am meisten Sinn. Zum einen weiß man dann vielleicht ein bisschen mehr oder schätzt ein bisschen besser. Und zum anderen, ist es ja einfach eine Interessensfrage. Wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich für Essen und Trinken, dann freue ich mich natürlich, wenn ich auch Sachen lerne dabei. Auch wenn ich jetzt vielleicht falsch schätze. Deswegen ist das Spiel für mich sowieso sehr bereichernd. Also in jeder Hinsicht. Zum einen habe ich nicht das Gefühl, ich verliere, weil ich einfach noch so viel lerne. Nicht zum einen, das war das, was ich sagen wollte. Genau, so sieht dieser Block aus. Es gibt insgesamt 300 Schätzfragen in jedem Block. Wir haben hier eine kurze Anleitung, was man braucht. Man braucht natürlich einen Stift, man braucht das Smartphone. Dann wird so gespielt, also ein Blatt des Blocks ist quasi eine Spielrunde. Es können bis zu 8 Personen mitspielen. Man trägt die Namen der Mitspielenden hier ein. Und es gibt einen Spielleiter, der verwaltet das am besten. Und ich würde auch empfehlen, also es kommt halt auf die Runde an. Normalerweise sagt man, dass man die Rolle des Spielleiters weitergibt innerhalb einer Runde. Ich habe das Spiel jetzt mit meinen Eltern sehr oft gespielt und muss schon sagen,
Also mein Papa ist tatsächlich Smartphone-affiner als meine Mutter. Der hätte das wahrscheinlich auch noch hingekriegt, aber ich glaube, es hätte einfach viel länger gedauert und meine Mutter hätte das jetzt, also hätte das nicht geklappt mit der Mikrofonfunktion so der Suchmaschine. Das wäre, glaube ich, für alle irgendwie zu kompliziert gewesen. Das sollte man natürlich bedenken, würde ich empfehlen. Und so habe ich einfach die ganze Zeit die Rolle des Spielleiters übernommen. Und genau, also ich trage dann hier die Namen ein, kümmere mich um die Punkte. Ein Punkt bekommt die Person, die am nächsten an der Antwort dran ist, der Frage. Es kann natürlich auch mal sein, das hatten wir auch, also nicht häufig, aber gelegentlich mal, dass zwei von uns gleich nah an der Frage waren. Und dann bekommt jede Person einen Punkt. Genau, und wir haben es jetzt nicht so gemacht, dass wir, wie gesagt, die Spielleiterfunktion irgendwie verändert hätten. Das war für mich aber auch okay. Ich fand das sogar ganz praktikabel, dass ich das einfach schnell gemacht habe. Genau, dann geht man von oben nach unten die Fragen durch, spielt das hintereinander. Hier wäre jetzt die erste Frage: Wie viel wiegen 1 Million Euro in 100-Euro-Scheinen? Und für die Antworten bekommt jeder hier so ein Zettel, den wir ausschneiden können. Die hängen einfach hinten bei jeder Edition mit dran. Die sind auch doppelseitig beschreibbar. Zur Not kann man aber auch was Eigenes basteln. Und genau, da haben wir dann die Zahlen von 1 bis 9. So viele Quizfragen hat eine Runde. Und da kann dann jede Person ihre Schätzung draufschreiben. Und wenn alle das gemacht haben, dann wird gegoogelt. Und dann kennen wir die Antwort. Und es ja, wird sich herausstellen, wer einen Punkt bekommt und wer nicht. Das ja, ist es eigentlich schon. Also wir haben hier auf jeden Fall eine ziemlich große Vielfalt. Es gibt so viele verschiedene Fragen, also wie gesagt 300 Stück. Und es ist wirklich super interessant, da einfach ja was zu lernen, was mitzunehmen. Ja, ich kann euch ja einfach noch mal ein paar Fragen zeigen, die hier so drin sind. Dabei lasse ich aber mal die True Crime Edition aus, sonst muss ich wieder extra irgendwas markieren auf YouTube und dann können vielleicht Personen unter 18 das Video nicht sehen. Ja, hier ist zum Beispiel, wie viele Currywürste werden jedes Jahr in Berlin verkauft? Das ist jetzt die Classic Edition. Wie viel Prozent einer Orange sind Wasser? Wie lang ist die längste Rolltreppe der Welt? Wie viele Weinköniginnen gibt es in Deutschland? Wie viel Prozent der Inder sind Buddhisten? Wie alt ist der durchschnittliche ZDF-Zuschauer? Also ihr merkt schon, es sind Fragen, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass man die Antwort nicht auf Anhieb kennt, aber wo es halt super interessant ist, die Antwort dann zu erfahren. Also wir hatten schon viele Momente, wo mein Papa ganz oft gesagt hat, das glaube ich nicht, nee, das glaube ich nicht. Also es ist wirklich schon interessant, weil man sich schon oft so verschätzt und ja, man dann einfach super viel dabei lernt. Also das ist schon cool. Wir gucken uns jetzt zusammen nochmal den Shop an, den Schätzmal-Shop. Was es so für Editionen gibt. Also hier die Classic Edition, die habe ich ja, die Essen und Trinken Edition, dann gibt es noch die Deutschland Edition, dann gibt es sogar Schätz mal Kids, Ekel, Tiere. Tiere war bei mir auch in der engeren Auswahl. Rekorde, Fußball. Fußball wäre bei mir jetzt wirklich gänzlich ungeeignet, weil ich einfach wirklich überhaupt nichts über Fußball weiß. Die Körperedition wäre eigentlich für mich sehr gut gewesen, aber ich wollte meine Mitspielerinnen nicht frustrieren. Deswegen habe ich das nicht genommen. Die hier sind beide ab 18, Adults Only und True Crime. Dann haben wir noch die Wedding Edition, Musik, Holiday und Filme und Serien. Ja, also man sieht, es gibt auf jeden Fall so viel Auswahl, dass ich jetzt auch sagen würde, es ist absolut für jeden irgendwas dabei. Ich denke, mit der Classic Edition kann man sowieso nichts falsch machen. Essen und Trinken tun wir auch alle. In Deutschland leben wir auch. Also das sind, glaube ich, auch Sachen, die man, selbst wenn das jetzt nicht das Spezialgebiet von mir wäre, ich die trotzdem einfach irgendwie gut spielen könnte oder auch Tiere. Ja. Also schaut gerne auch mal hier im Shop vorbei. Die Spiele sind auch, also haben super guten Preis, meiner Meinung nach, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis mit 9,99 €, weil einfach ja so viel Vielfalt drin steckt und man mit 300 Fragen halt auch wirklich weit kommt.
Und insbesondere finde ich auch, ist es einfach ein super Geschenk und Mitbringsel, was man einfach, ja, das ist halt auch für mich so das Besondere an diesem Spiel. Man kann es einfach in jede Runde mitbringen. Also ich habe das jetzt auch gemerkt, es ist vollkommen irrelevant. Sind das Leute, die wirklich noch nie ein Spiel gespielt haben? Selbst für die ist die Einstiegshürde ja absolut gleich null. Also wenn ich jetzt sage, ich mache den Spielleiter, dann kümmere ich mich sowieso um alles und die Leute bekommen dann einfach nur ihren Zettel. Ich lese die Frage vor und sie müssen schätzen. Und das kann jede Person, egal ob sie schon mal irgendwas gespielt hat oder nicht. Das finde ich halt super cool, weil ja, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, wisst ihr es, ich thematisiere es immer wieder mal. Ich habe häufig Probleme, Spiele für meine Eltern zu finden, weil die ja immer so viel kniffeln und irgendwie sind die so festgefahren im Kniffeln. Und letztens habe ich ja schon mal ein Spiel wieder gefunden und ja, deswegen, das habe ich jetzt gemerkt, ist einfach so ein Spiel. Ich glaube, sie würden letzten Endes auch alle Editionen mitspielen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Fußball für meine Mama, aber das würde mein Papa da mitspielen. Also es ist auf jeden Fall, das will ich nur betonen, echt ein Spiel, wo ich gemerkt habe, es ist so irrelevant, man muss sich null Gedanken darüber machen, welche Gruppe man irgendwie vor sich hat, wenn man das spielen will, weil man es einfach jedem immer mitbringen kann. Und das Coole ist halt einfach, es gibt so viele Leute leider, die ja irgendwie nicht so viel mit Spielen am Hut haben oder inzwischen vielleicht nicht mehr so, weil so viel einfach digital geworden ist. Und deswegen, also es ist einfach auch ein super Geburtstagsgeschenk, sogar auch, halt auch einfach für Leute, die man nicht so gut kennt. Das finde ich auch sehr angenehm, weil ich häufig, ja sogar schon bei Leuten, die ich sehr gut kenne, Probleme habe, mir noch zu überlegen, was schenke ich denen jetzt dieses Jahr wieder. Und ja, hier ist es so, das kann man einfach auch Leuten schenken, die man nicht gut kennt, denen man aber irgendwie vielleicht irgendwie mal was mitbringen möchte oder zu irgendeinem Anlass gezielt was schenken möchte. Und zur Not nimmt man die Classic Edition oder was anderes, wo man einfach den Eindruck hat, okay, das ist jetzt so wenig speziell, das kann ich machen. Ja, das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, so viel jetzt erstmal dazu. Jetzt gibt es noch eine sehr gute Nachricht, und zwar könnt ihr natürlich auch was gewinnen. Und zwar könnt ihr jeweils ja eine dieser Editionen Classic, Essen und Trinken und True Crime gewinnen. Zusätzlich bekommt ihr noch diese coole Tasche dazu. Und zum einen aufgrund der True Crime Edition ist das Gewinnspiel ja für alle Personen ab 18 Jahren, weil die True Crime Edition erst ab 18 Jahren ist. Und was müsst ihr dafür tun? Ihr müsstet einfach unter dieses Video schreiben, welche dieser 15 Editionen aus dem Schätzmal-Shop euch am meisten interessieren würde. Das wiederum würde mich sehr interessieren und den Verlag bestimmt auch. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das mal als Gewinnspielvoraussetzung. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Schaut euch, wie gesagt, gerne mal die Spiele an, schaut im Shop vorbei und dann drücke ich euch die Daumen fürs Gewinnspiel und wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche.